Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zu einem brandneuen Let's Play. Wir beginnen heute mit The Angry Video Game Nerd 2 S Simulation, den Nachfolger von The Angry Video Game Nerd Adventures von 2013. Dieser Teil hier, der zweite, kam erst frisch raus vor ein paar Tagen oder vor ein, zwei Wochen, je nachdem wann das Video endlich mal raushaue. Ich wollte das Spiel eigentlich schon ab Release-Tag starten, aber naja, hat zeitlich nicht ganz gepasst und naja, egal. Das Spiel kam raus am 29. März 2016, also ziemlich druckfrisch, und ich habe schon ein bisschen reingespielt, um zu gucken, ob alles flüssig läuft, ob alles passt, so wie ich es will. Da habe ich so eine halbe, dreiviertel Stunde lang gezockt, auch schon ein paar Errungenschaften bekommen und so weiter, aber dazu dann später im Spiel etwas mehr. Erstmal drücken wir mal auf Start. Und dann gehen wir mal in die Optionen rein, das ist auch was sehr Interessantes dabei. Nämlich hier bei Controls. Wenn ich da auf Keyboard gehe, dann sehen wir schon, weil man sieht es eigentlich hier auch schon, egal. Hier haben wir nicht nur oben, unten, links und rechts, sondern auch noch Alternative, Up, Down, Left, Right. Wenn man jetzt mit W ist oder D lieber spielt wie mit den Pfeiltasten, braucht man nicht großartig was umändern, was schon ziemlich interessant ist. Ich bin eher so der Pfeiltastenspieler, also bin ich eher da unterwegs anstatt da unten, aber wer es lieber so macht, der braucht da nichts umstellen. Das ist schon ziemlich cool. Ich denke, da haben sich auch ein paar etwas aufgeregt wahrscheinlich. Dann haben wir noch Attack und Punch. Das heißt zwei Angriffsarten, was auch ziemlich interessant wird später. Dann noch Use Item, Aim Lock, Alternative Aim Lock, was direkt neben der Leertaste ist, das Left Alt, das habe ich so belassen. Das passt ganz gut dazu. Und was mega interessant ist und auch mega geil, wenn man hier bei der Steuerung irgendwas umändert, wird es nicht wie im ersten Teil jedes Mal zurückgesetzt. Das hat mich so ultra aufgeregt, weil ich mir immer bei Jump Voice, da war es nicht auf Y, sondern auf Z gelegt. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, ist bei der amerikanischen Tastatur Y und Z immer vertauscht, das heißt, immer wenn ich Y gewählt habe, beim nächsten Mal starten immer Z dabei. Das war so mega nervig. Das haben wahrscheinlich auch einige kritisiert und es wurde gleich geändert. Es wurde nicht direkt nachgepatcht beim ersten Teil, was mich auch ein bisschen wundert irgendwie. Und da gab es doch einige Patches. Aber naja, soviel mal zu den Controls und den Settings. Dann würde ich mal sagen, beginnen wir einfach mal ein neues Spiel. Start. Und dann eine kleine Testaufnahme, das löschen wir mal. Wanna delete this chat? Oh yes. Weg mit der Scheiße. Und hier haben wir auch neun Speicherstände. Beim ersten Teil gab es nur eins, was auch ein bisschen nervig war. So, File Select, New Game. Choose the Difficulty. Hier haben wir Easy, Normal, Old School und Hard as Balls. Easy wäre 50 Lives, 5 Beers, Weak Enemies. Normal wäre 20 Lives, 3 Beers, Normal Enemies. Old School, 10 Lives, 3 Weak Beers. Ich weiß nicht, ob das ein großer Unterschied ist von normalen Bier und schwachen, leichten Bier. Vielleicht hätte es nur irgendwie als halbes Bier, keine Ahnung. Strong Enemies und bei Hard as Balls, 5 Lives, 2 Weak Beers, Extra Strong Enemies. Ich denke, das ist ein bisschen zu krass, also gehen wir mal normalerweise auf normal. 20 Leben, 3 Biere, normale Gegner. Genau wie im ersten Teil, da hatten wir allerdings 30 Leben, aber ich denke, die 10 Leben wird nicht zum großen Unterschied sein. Gut, dann beginnen wir ein neues Spiel und ich wünsche euch viel Spaß bei der atemberaubendsten Story ever. Let's go! It was a perfect day on planet Earth. The sun was shining and all was well. People everywhere were enjoying the sunshine and copious amount of booze. Suddenly, a beam of light from space struck the earth, zapping everybody and everything, everyone and everything. The beam transformed the entire world into a shitty game, and everybody became pixelated monsters. All but one foul-mouthed nerd, Red stayed up at home playing shitty games all night and day. The nerd room, 3 a.m. Der Text geht so schnell. Ah, my head. What the fuck happened to my house? Über alles 3D-mäßig.
What does it look like in another shitty game? Keine Ahnung, worum es so aussieht. Das waren irgendwelche Aliens from outer space. Und jetzt sehen wir auch die Bude des Nerds. Wie man sie kennt mit seinem geilen Fernseher mit Game Over, seinen hunderttausenden Konsolen, der hat echt so eine gigantische Sammlung, das ist echt ziemlich krass, und seinen wahnsinnig vielen Spielen. Und hier wurden auch ganz interessante Sachen verbessert, wie zum Beispiel das hier. Die Bewegung ist ja tausendmal flüssiger im ersten Teil. Da war es direkt zack oben und dann gab es gar keine richtige, ich sag mal, Bewegungsanimation. Ist nicht gerade so mega krass, aber eins ist immer noch beim Alten. Komm schon, Dad. Zeig es. Da ist er wieder. Der Mittelfinger. So, hier haben wir noch ein kleines Poster von Donkey Kong Country 2, glaube ich, mit Dixie Kong. Sehr schön. Okay, dann gucken wir mal, was hier los ist. Huch. What the fuck? I guess I should try pressing the X key to fire my weapon at that thing. Du bist sicher jetzt Abstand? Take that! Ja, erstmal treffen, ne? Zack! Hä, Mike? Ah, thank God. I'm free. Oh, it's that asshole from the last game. What the fuck is going on? You've got to help turn the world back to normal. What makes you think I would even... Also, all your stuff has been stolen. Oh, that's it. You have to save the world, nerd. I'll show you how. Ich habe echt eine geile Story bisher. Es gibt noch ein kleines Tutorial mit Mike Mattel, meinem besten Kumpel. That asshole. So, weiter hier. Oh. Ah. How did you get there? Press the Y key to jump, nerd. Hold it down to jump higher. Wow. What a surprise. Alle ziemlich coole Nöre. Man kann jetzt einen kleinen Hupsi-Sprung machen oder einfach. Wow. Schon mega cool. So. Machen wir gleich mal. Hopp. Und. Wow. Ja, das ist ganz gut. Und hier haben wir jetzt wieder die Speicherstation von den NES. Zack. This is a checkpoint. Weiß ich schon. I know. You're already reusing stuff from the first game. Okay. See if you can figure this next part out alone. Also eingeschnappt. Er will mal eine kleine Speicherstation sein. Nintendo Entertainment System. Das aussieht wie ein Poster. Mega cool. So, guck, was hier los ist. Aha. NES Controller. Any reason why they have bottomless pits in my fucking house? Keine Ahnung. Aber da können wir gleich mal den Aimlock benutzen. Wunderschön. Und ich hoffe, es gibt auch keine großen Lags hier. Ich gucke schon drauf, dass ich 30 FPS bekomme, dass es flüssig läuft, aber hin und wieder könnte es doch ein bisschen Frame Drops geben, also sorry. Ach, wunderschöne Explosionen. Gar nicht brutal. Machen wir Checkpoint. Rüber hier. Und das ist mega fies. Man könnte im ersten Teil zumindest erahnen, dass da Stacheln sein können, aber die ziehen sich komplett ein. Das heißt, da kann man gar nicht ziehen, wenn man es nicht weiß. Mega nervig. Sehr schön. Und hops. Hier kommt eine komische Kugel, die kann man nicht gut machen. Macht aber nichts. So, was haben wir denn hier? I found your loafers. You can use them to jump off and slide down walls. Give me those, asshole. Gott, mein super Englisch mal wieder. Dann her damit. Upgrade it. You got an upgrade. Pause the game to check it out in your inventory. Das haben wir auch. Da haben wir den Zapper und Drip Loafers. Und was das Sex Force ist, das sehen wir noch ein bisschen später. Man kriegt später noch was bei der rechten Hand, bei dem Gürtel. Dann eine Art Rüstung und dann so eine Art Helm. Alles so mit Gaming-Stil, könnt ihr schon ein bisschen ahnen, was ungefähr sein soll. Gut, dann continue. Und warum ist hier kein Ton? Das ist echt ein bisschen nervig irgendwie. Naja, macht ja nichts. Und hier oben rechts ist auch, wie man schon sehen kann, also da oben rechts neben seinem Kopf sehen wir auch die Lebensanzeige. Das war es im ersten Teil auch gar nicht. Und hier kann man, wie schon gesagt wurde, mega cool runter sein. Das sieht so cool aus.
erinnert mich auch mega an die Grip-Animation von Samus Aran von Metroid Fusion vom Game Boy Advance Teil. Also, so wie gesagt, da. Ziemlich cool. So, und weiter geht's. Hold down the left alt key to steady your aim. This is you can find all directions without moving. Try and hit that floating controller up, sir. Das habe ich doch schon gemacht. Erstmal treffen. Und zack. Hier kann man entweder so raufgehen oder auch so. Wird auch verschiedene andere Arten geben, wenn man da zu solchen Sachen kommt. Auch interessant. Here refills your health and makes everything better. Now you're starting to make sense. Das Spiel wurde echt wahnsinnig gut verbessert. Auch die, ich sag mal, die Mundanimation, auch wenn es so ein bisschen verpixelt ist, aber es ist alles ein bisschen flüssiger und es ist echt mega cool geworden. Und hier haben wir die allseits bekannte F-Bomb. Die können wir hier droppen. Mega cool. That's a secondary weapon. Check out the inventory box at the top of the screen. Na, da oben. Press the C key to use it. Keep an eye on your ammunition. Don't tell me how to play. Doch, denn ich kenne die ganze Dings noch gar nicht, aber okay. Und das können wir einfach mal hier droppen. Wenn es perfekt läuft, natürlich noch two of a kind. So, perfekt. Hier haben wir auch noch zwei, glaube ich. Und nochmal. Supi. Was ist hier? Eine komische Tür? Ne, sah ein bisschen so aus. So. Und was haben wir denn hier Schönes? Ein kleiner Boss. Nerd. Nostalgia Critic. What are you doing, sir? And why weren't you in the first game? I found the first Sex Force piece in your basement. Sex Force? For the stupid fucking name. Immer noch besser als Triforce. After I collected all 6 pieces, I can save the world and all the glory will be mine. Look, I just want my stuff back. Ha! I stole your precious stuff and hide it all over the world. Oh, you shitload of fuck. It is on. Die, nerd. Don't even think about using that keg to refill your health. Das Soundtrack ist so mega cool. Das ist mir leider nerd. Mega langer Bosskampf. Und wir haben auch schon das erste von den 6 Force-Teilen. Und die müssen wir sammeln, damit wir irgendwie die Welt retten können, aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung. Ich denke, es wird so ähnlich sein wie beim Triforce. Da waren es ja 3, jetzt haben wir 6 Force mit 6 Teilen. Weil es logischerweise eigentlich ein... Die 6 Force passt auch schon, dass wir irgendwie Hex Force heißen, aber Hex wäre wieder... wäre Hexadezimal, das wären ja auch Teile. Genau. Dress, Quattro, irgendwas... 6, ja genau, passt schon, sorry. Geistig woanders. Well, I guess I gotta collect 5 more 6 Force Pieces now. Ach, that's so stupid. Stimmt, ja, es war auch so ähnlich bei Musikkunde. Da war ja, da gab es auch das Sextett. Genau, da passt schon. Lieber mal so. Was muss ich hier machen? Now climb the ladder and come. Jump on this planker to complete the stage. Okay. Gut, dann kackst du mir mal hier hoch. Über die Leiter. Und zerstören die ganze Welt. Fuck Tutorials. Great. Did I just blow up my own house? Stage destroyed. Perfect Zero Death. In 6 Minuten. Super. Wo sind wir jetzt? This is the world map. You can head in any directions you like. Enough already. Tutorial's over. I can work this stuff out. If you struggle in a level, select fuck it from the pause menu to return here and try another. Fine. So shut up and stay here. I will go save the world. Das ist so mega viel Text, aber gut. Jetzt haben wir schon mal das Tutorial abgeschlossen. The Nerd Room. The Unnecessary Tutorial. Und hier können wir schon ein paar Welten reingehen. Wir gehen zuerst mal in diese Welt rein. In die Board James Welt. Die gibt's ja, also wenn ihr
der Nerd ziemlich gerne guckt, also den Angry Video Game Nerd, beziehungsweise wie er, sein Kanal heißt Cinemassacre. Der hat ja auch eine Art alter Ego namens Board James, was man auch als, ja, Board James, das heißt ja genauso, also als gelangweilter James kennt, dass er gedacht hat, okay, ich mache Videospiel-Reviews, wie wär's denn mit Brettspielen? Hat er irgendwie so eine eigene Webserie entwickelt mit Board James und eine eigene Story drumherum entwickelt, das ist mega interessant. Und auch wie ich finde, die interessanteste Welt zum Starten. Und dann würde es noch nebenbei noch Nerd Gaiden geben, mit dem ersten Level Hang Dong 97. Die Anspielungen wird man wahrscheinlich kennen, nämlich Ninja Gaiden und Hang Dong 97 ist Hong Kong 97. Das dümmste Spiel, was wahrscheinlich jemals entwickelt wurde. Ohne Witz. Das ist echt der Wahnsinn. So, hier haben wir Area 52. Wo ich nicht weiß, okay, ist das eine Anspielung auf Area 51 oder doch eher auf Action 52. Das gab ja, das war beim NES eines der allerersten Spiele, wo wahnsinnig viele Spiele in einer Cartridge versammelt waren, nämlich 52 Spiele. Und ja, da wäre das erste Level Shitty Security Breach. Und hier unten hätten wir noch Monster Madness, Ghouls and Garbage. Ghouls and Goblins, kennt man. Hoffentlich. Und hier noch Brown Town. Doki Doki Panic. Eine Anspielung auf, ich weiß nicht, wie das heißt, Doki Doki irgendwas. Auch ganz ähnlich geschrieben. Also haben wir schon mal am Anfang 1, 2, 3, 4, 5 Welten. Und dann müsste man pro Welt eins dieser 6 Vorteile bekommen. Dann kommt man hier weiter. So viel mal zur atemberaubenden Story. Und wie gesagt, wir gehen mal hier in die Welt Board James 1 Hippo Hell. Und rein hier. 3 Stunden laden. Wo sind wir denn hier? Board Games? I hate Board Games. Bei meiner Aufnahme-Session bzw. meinem kleinen Aufnahme-Test-Part habe ich ja auch schon 2 Level gemacht, um mal zu gucken, ob alles so gut läuft. Auch so mit etwas krasseren Leveln, ob dann noch die Frame relativ konstant bleibt. Und ich habe schon entdeckt, dass man hier verschiedene Sachen einsammeln kann, wie zum Beispiel hier unten. Sieht man etwas schlechter, aber da unten ist so ein Teil. Ein bisschen näher. Das Ding da unten, das ist ein N. Und da braucht man, also man braucht nicht unbedingt alle in der Welt, aber da ist sowas doch ganz gerne einsammeln immer wieder. Gucke ich mal, dass ich relativ viele von diesen Sachen einsammeln kann. Und da buchstabiert man einfach mal Nerd. N-E-R und die. Komm hier hoch, jo. Darf ich alle auf dreimal? Na, ja, fast. Supi. Ist auch, hoppala, gar nicht dick geworden. Dieses verdammte Ding. Gab es eine Schachfigur oder sowas? Der kommt gleich wieder. Ne, das war's schon. Super. Und man merkt auch schon, dass die Level um einiges schwieriger gemacht wurden, was nicht. Einerseits Freude, aber andererseits, ja, nicht gerade so cool, aber naja, da gewinne ich mich schon dran. Ich will sogar ein bisschen strategisch immer vorgehen, ein bisschen eine Bombe schmeißen und sowas. Da oben ist das E, zack, da kommt man aber über diesen Dominostein drüber. Und hopp, ah, gerade noch so, perfekt. Gut, und rüber hier. Wie so eine nervige Kugel. Hops. Und drüber hier. Au. Oh. Muss echt so ultra aufpassen. Alles gut abpausen, wie zum Beispiel hier. Ist hier fast. So. Erstmal saven. Checkpoints. Und hier ist dieser Hungry Hungry Hippo Typ. Den kennt man wahrscheinlich auch. Das Spiel gibt es auch bei uns zu kaufen, glaube ich. This level is like a Toy Maker's Wet Dream. Da wird jetzt schön viel böse, böse Wörter. Puh, das war knapp. Perfekt. So, das war am besten, glaube ich, hier. Jawohl. So, der R ist hier. Gucken, wie ich da am besten hinkomme. Fast ohne Schaden. Aber nur fast. Dann hoch hier.
ein Helikopter, wie man es auch schon von Dings kennt, von DuckTales, wo... Ah, wie heißt der Typ? Wo Quacker... Quackercheck? Nee. Wo der Typ dran sitzt. Atom-Helikopter. Hier, yeah, that looks safe. Hier muss man ein bisschen aufpassen, ein bisschen hoch und runter gehen. Und da er nicht konstant steht, macht es auch nicht gerade so viel einfacher, aber das kriegen wir schon noch hin. Und der ganz am Ende, genau hier ist schon mal das D, hier ist der Tod. Und ganz am Ende ist dann noch ein Gegenstand, den ich unbedingt brauche. Wunderbar. Hier ein paar Frames werden schon gedroppt. Ich glaube, es wird dann in den späteren Videos ein bisschen besser. Ist auch ein bisschen leicht unprofessionell. Also in jedem, aber da scheiß nicht drauf. So, jetzt nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Und geschafft. Upgraded. Wo bin ich? Gestorben? Okay. Macht nichts. Das ist auf jeden Fall der Power Glove. Mein zweites Upgrade. Damit kann ich jetzt meine zweite Angriffsart ausführen, nämlich schlagen. Da kann ich ein paar bestimmte Blöcke zersmashen. Oh, das ist so mega nervig. Erstes richtige Level und schon kotzt es mich ein bisschen an. Weil das Spiel wurde definitiv ein bisschen verbessert. Ich würde auch die Framerate, aber das ist mein PC dran schuld. Ich habe gerade das Internet offen, vielleicht ist das daran schuld mit Firefox. Das nicht gerade der leistungsärmste Browser ist. Egal, den habe ich eh schon. Gut, damit kann ich halt oben halt, wie gesagt, ein paar Bricks zerstören. Brauche ich nicht, also zerstören wir das ganze Level. Fuck Board Games. Fuck this level. And fuck whoever designed it. Und hier bin ich viermal gestorben. Wunderbar. So. Das war schon das erste Level. Dann machen wir nochmal das zweite, das nächste. Das war auch das letzte, was jetzt nicht blind sein wird. Der ganze Rest ist dann hundertprozentig blind. Habe ich gar keinen Plan, was es da gibt. Gut. You'll get caught up. Okay. Dann zeig mir, was du hier drauf hast. Wie eine F-Bomb. Du meinst das N, das habe ich schon mal sicher. Und drauf auf dieses Ding. Das war ein ultra nerviges Level. Das war mega schwierig. Da muss ich auch gestehen, da habe ich zweimal einen Game Over Screen bekommen, im zweiten Level schon. Richtig krass, aber das war jetzt perfekt. Und N habe ich eh schon, da brauche ich es nicht. Vor allem bei diesen Stellen. Wir müssen echt dreimal aufpassen, was er macht. Da sind so viele Blitze und so viele angreifende Sachen, das ist mega nervig. Auch diese komischen Metallkugeln. Also das ist mega viel auf einmal da. So, hier vorbei. Das war einigermaßen gut. Ja, wann kriege ich noch? Verdammt, egal. Upgrades. Damit kann ich jetzt Hater schießen mit drei Kugeln auf einmal. Das war genial. Ah, nervig. Hier war das Ehre da unten. Genau, du musst hier ganz kurz vorbeischlimmeln. So gut es halt geht. Also man merkt, es ist definitiv schwieriger geworden. Was ich ein bisschen wollte, andererseits etwas leicht erzürnt. Dann können wir wieder zeitiges Segne. Leider. Aber wie gesagt, ich hoffe, es läuft einigermaßen flüssig, sonst muss ich mal gucken, wie ich es noch stabiler mache. Beziehungsweise bei der Aufnahme, denn normal spielen kann ich ohne Probleme. Oh, 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 oh. Ah, check mal, Gott sei Dank. Und das war die schwierigste Stelle überhaupt hier. So, N, E habe ich schon. Ich werde nur noch R und D. Fast geschafft. Da bin ich locker 30 Mal gestorben, ohne jetzt bei dieser Stelle. Mega nervig. Da ist einfach viel zu viel Zeug da. Aber null Problem, oder?
Dauert ein bisschen, haut man das auch drauf. Da brauche ich einfach nur einen relativ guten Safe-Shot und da passt es schon. Safe. Vorsichtig. Ja. R. Und tot. Egal, das R habe ich. Das D-Basic auch was ist. Da muss man ziemlich gut hinkommen. Nämlich. Da unten sieht man fast gar nicht. Und da hinzukommen ist auch ziemlich schwierig. Aber. Das kriege ich schon hin. So. Müssen nach vorne preschen, dann nach unten. Ich hab's, jawohl. Also das sieht man so mega leicht. Gut, dann hier vorbeischlagen, nach unten, nach oben, nach dem Bierchen, auch wenn man keins braucht. Nur für meine Nerven. So. Puh. Durchschnaufen. Und weiter geht's. Auf was noch die Blitze? Checkpoint. Ein Schuss. Und der erste Zwischenboss. Bord James. Der Massenmörder. Bord James? Nerd. The whole world is finally a board game. Isn't it amazing? Why are here two dead guys? Don't mind them. They're just caught up in the crossfire. Now, come play games. With me! Und mit der geht, weiß ich gar nicht, ich habe einfach nur immer Glück gehabt beim ersten Mal. Und ich weiß nicht, warum man nicht direkt wieder in den Kampf reingeschmissen wird, sondern ein Meter davor. Das war auch so ähnlich bei Mega Man. Ich glaube, da war es auch so ähnlich. Vielleicht war es irgendwie deshalb so gemacht worden, keine Ahnung. Na komm her. Und ich hatte sein Bewegungsmuster kapiert gegen die Null. Keine Ahnung, wann er springt, wann er läuft. Ich muss einfach nur gucken, dass man dann irgendwie drunter kommt und dann rumballern und dann ist er hoffentlich irgendwann down. Oder auch nicht. Ich habe noch genug Leben, das passt schon. Hey. Puh. War der so ein blödes Bewegungsmuster? Das ist echt irgendwie random, keine Ahnung. Man muss einfach hier dieses Fass schmeißen. Hey, so, don't waste booze. Save this cake till I'm low on beer. Also geht das ja gar nicht, keine Ahnung. Oder? Hey, so, don't waste. Ach, ich sprach mit mir, okay, dann. Das ist wohl ein Bierfass, dann will ich es nicht benutzen, weil ein Bier heilig ist. Okay. Ja, wenn du es so meinst, keine Ahnung. Ach, jetzt geht's. Ach, das ist ein Aufladen, das ist cool, wusste ich auch gar nicht. Das ist ja mega cool. Reicht mir das? Ja. Das hilft mir. Das ist ja geil, wusste ich auch gar nicht. Das ist ja eine Art. Auch bei Mega Man, der E-Tank, der Energy Tank. Und bei ihm ist einfach ein Frostbier. Gut, macht irgendwie Sinn. Boah, das Spiel wird tausendmal verbessert. Das ist echt wirklich so genial. Und hier kann man ganze Welt zerstören. Auch wenn sie echt schön ist, aber. Fuck this thing. That guy was a psycho. Glad I'm not him. Und 15 mal gestorben. Obwohl ich da ganz gut durchkomme. Da merkt man schon, das Spiel wurde definitiv erschwert und gleichzeitig auch verbessert. Gut, und das war's mit dem allerersten Part von Let's Play The Angry Video Game Nerd 2 Ass Simulation. Weiter habe ich noch nicht gespielt bei meiner kleinen Testaufnahme von einer guten Dreiviertelstunde. Das Tutorial und die beiden Devil hier. Super. Und ich habe da auch schon 5 Errungenschaften freigeschalten. Wer mich kennt, weiß, ich bin da ein bisschen hinterher bei den ganzen Achievements sammeln und Errungenschaften und so weiter, den ganzen Trophäengedönse. Das mache ich wahnsinnig gern. Und da habe ich schon 5 bekommen. 1 für Schaffen des Tutorial-Levels. 1 für Schaffen eines Levels ohne zu sterben. Habe ich auch geschafft. Dann beim ersten Mal Nerd einsammeln. Dann beim Einsammeln von dem... wie ist das Ding? Von diesem... Moment, ich gehe mir ganz kurz rein, damit ich mal gucken kann, wie das Ding hieß. Glove of Power, genau, für das Einsammeln von dem Power Glove. Hä, Glove of Power, was heißt der Power Glove, das Ding? Egal.
Auf jeden Fall fürs Einsammeln vom Clover Power habe ich auch eins bekommen. Und dann noch fürs Besiegen von Bord James. Okay. Ein bisschen geleckt, aber okay. Das sind wie gesagt auch die 5 Errungenschaften, die ich bisher habe. Und ich denke, ein paar davon werde ich auch noch einsammeln, aber alle definitiv nicht. Ist doch ein bisschen schwierig das Ganze. Aber ich freue mich auf jeden Fall, ultra Spiel zu zocken. Und ich hoffe, ist ja genauso fröhlich dabei wie ich. Und im nächsten Part kommt das dritte Level, das dritte und wahrscheinlich vorletzte. Ich weiß nicht, ob das letzte Level dann auch ein Level ist oder nur der Bossgegner. Keine Ahnung. Auf jeden Fall beim dritten Mal haben wir das Level Toy Car Turmoil. Das Spielzeug auch wird auf jeden Fall sehr interessant. Und ja, dann gucken wir mal, wie lange wir hierfür brauchen. Vielleicht mache ich da nur immer pro Part 2 Levels oder je nachdem. Das sind nicht gerade so ultra lange, diese Levels. Aber ja, ich denke mal, wir kommen auch relativ zügig voran. Ich weiß nicht, ob das eine einfache oder eine schwere Welt ist, keine Ahnung, aber das sehen wir ja schon. Gut, auf jeden Fall, wie gesagt, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Angry Video Game Nerd 2 Ass Simulation. Bis dann. Ciao.